Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo Herr Kirchner. Und ich glaube, wir haben drei Arten von Leuten, die den Blog angucken, die ihren Fokus auf den Garten legen, die anderen, die ihn auf Koi und Teich legen und dann die dritten, die Technikfreaks. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Technikfreaks sind nicht gerade die Minderheit. Kleinste Gruppe, die das kleinste sehe ich auch Gruppe. So, ja. So. Es ist auch oft so, dass wenn ich zu Kunden komme, die einen neuen Koi-Teich haben wollen, beantworte ich die ersten halben Stunde nur Fragen zur Filtertechnik. Warum machen Sie das? Wie machen Sie das? Wie machen Sie das? Wie machen Sie das? Weil die meisten sind schon gut vorinformiert und dann muss man wirklich auch argumentieren. Aber ich beobachte seit 15 Jahren, Sie haben früher eigentlich auch so klassisch diese Mehrkammerfilter eingebaut, aber Sie haben irgendwo vor 15 Jahren angefangen und dann konsequent Trommelfilter, große Biologien, große Rohrleitungen, nur selten versucht oder eigentlich nie versucht, das Kamel, das sprichwörtliche, durchs Nadelöhr zu drücken. Und Sie sind von der Philosophie eigentlich auch nie abgewichen. Wie sind Sie drauf gekommen? Also erstens habe ich eine Zeit lang wirklich, war ich derjenige, der als urkonservativ galt, weil ich sehr, sehr lange an meiner vorherigen Filtertechnik festgehalten habe. Aber wenn man überlegt, dass im Koi-Filterbereich jeden Sonntag ein neues Schwein durchs Dorf getrieben wird. Oh ja, ganz eins, sicher. Zwei oder, bis oder, drei. Ja. Das heißt, ständig neue Dinge kommen und gehen. Dann muss man mir, der ich ja für Menschen Koi-Teiche baue, auch zugestehen, dass ich nicht bei jedem Koi-Teich meine Technik ändern kann. Ich würde diese Teiche gar nicht mehr, ich würde die gar nicht mehr betreuen können. Ich müsste ein Lager haben mit 1000 Ersatzteilen, ich wüsste gar nicht, und dann müsste ich mir aufschreiben, der hat das, der hat den UV, der hat, und von daher ist bei mir Kontinuität und Ausgereiftheit der Produkte das A und O. Für einen Profi muss das so sein. Und ich habe jahrelang mit den Mehrkammerfiltern gearbeitet, mit großen Vortexen, also diese großen biologischen Filter habe ich schon immer gebaut, egal ob aus Japanmatte oder halt auch dann jetzt mit Helix. Irgendwann habe ich dann die Trommelfilter kennengelernt. Ich bin bei dieser Trommelfiltertechnik, die hier ist, auch einer, der immer wieder mit Ideen mitgeholfen hat, das Produkt zu perfektionieren. Also die Rinnenspülung, mit der der Kot der Fische auch nochmal mit Schwung in den Kanal getrieben wird. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich angeregt habe, was dann auch irgendwann umgesetzt wurde. Es regnet gerade, ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Aber im Prinzip ist es so, dass ich ein paar Dinge auch von Ihnen gelernt habe. Einmal in der Stunde das Wasser durch den Filter. Hier ist es ganz locker so, also vielleicht auch in der Dreiviertelstunde. Das Zweite ist, wirklich große Filter, was die Biologie angeht. Hier sind wir bei später über 4000 Liter Helix. Bei 35.000 Liter Teich. Und jetzt müssen Sie mal wirklich, Sie können vielleicht immer sagen, Ihre Kamera guckt sich nur Anlagen an, gibt schlaue Ratschläge, kritisiert, macht, tut. Jürgen Kirchner baut seit 20 Jahren Koi-Teiche. Und wenn er heute auf über 10% Biologie setzt, dann hat es Gründe. Und wir hatten es vorher ganz kurz davon, wo sehen Sie die Vorteile einer großen Biologie? Also neben der Nitrifikationsleistung? Das Thema ist ja, dass ich auf der anderen Seite auch sehr häufig zu Anlagen hinzugerufen werde, die nicht funktionieren. Ich bin ja wie Sie, komme ich auch sehr, sehr häufig in Gärten und man holt mich, weil ich was ändern soll, weil ich es neu machen soll, weil ich es besser machen soll. Und von daher habe ich diese ganze Geschichte wie Beatfilter, nur einen Beatfilter für einen großen Teich und solche Dinge nie mitgemacht, weil ich halt sehr oft mitbekommen habe, dass es dauerhaft nicht funktioniert. Vor allen Dingen dann, wenn zum Beispiel Medikamente ins Wasser getan werden und dann die Biologie komplett in die Knie geht. Weil so und sich auch nicht Filtern mehr erholt so schnell. Und sich auch nicht so schnell erholt und man dann lange warten muss, bis man wieder füttern kann. Bei mir hat es dazu geführt, dass ich grundsätzlich dazu neige, überzudimensionieren. Das heißt, auch der Trommelfilter ist ausgelegt auf 100 Kubikmeter pro Stunde. Hier gehen aber in der Tat momentan nur 40. Ich habe ihn jetzt ziemlich hochgestellt von der Leistung her, weil der Herbst fängt an und Blätter kommen. Aber in der Regel ist es so, dass ich sage, ich hab maximal 40-50% dieses Filters ausgelastet. Wenn man weiß, dass auch so eine Trommel besiedelbare Oberfläche für die Nitrifikanten ist und irgendwann nicht mehr so viel durchlässt, bin ich immer noch auf der sicheren Seite. Mein Durchsatzvolumen geht immer durch. Und auch bis zum nächsten Service, wenn ich komme und ich habe auch das von Ihnen, glaube ich, gehört mit dem Vitamin C oder einem Ihrer
eingewirkt. Wir machen es inzwischen auch nicht mehr mit Salzsäure, sondern mit Vitamin C. Und die Trommel wieder sauber mache, damit sie wieder voll durchgängig ist. Bis dahin hält es immer. Und ich habe sehr, sehr wenig Probleme mit den Anlagen. Und ich höre sehr, sehr wenig von meinen Kunden mit dieser Technik, die ich jetzt seit Jahren. Und da kann ich Ihnen sagen, wenn man mal die Probleme, was es mit manchen Trommelfiltertypen gibt, einfach weil sie technisch nicht ausgereizt sind. Sie haben Jürgen Kirchner gehört, er hat an der Entwicklung dieses Trommelfilters oder an der Weiterentwicklung mitgearbeitet über viele Jahre. Das ist das Produkt Pontec, das erwähne ich auch gerne. Also es ist ein hervorragender Filter, den haben sie x-fach eingebaut. Wenn man mal von den Problemen, die technischer Natur entstehen können, wenn man von denen mal absieht, dann ist es ganz einfach so, dass die meisten Trommelfilteranlagen, die ich kenne, die sind hydraulisch überlastet. Ja, so wie Herr Kirchner sagt, er hat 100.000, fragt aber nur 40.000 ab. Und als ich vor vielen Jahren mit Hydrotech-Trommelfiltern angefangen habe, die Planer dort haben mir gesagt, oder die Ingenieure, nimm einmal das Doppelte bis zum Dreifachen, halbier's und das ist das, was du nachher fahren kannst. Ja? Und dann sind die Anlagen hydraulisch entspannt. Er spült weniger häufig und das, was er gerade auch sagt, man reinigt ja nicht jede Woche das Sieb. Und das Sieb ist zum einen verstopfen, die Poren werden nicht freigespült, dann gibt es Bakterienbewuchs. Es gibt da im Prinzip alles das, was es auf der Teichwand auch gibt, mit Ausnahme der Algen, weil natürlich kein Licht drin ist, gibt es auch. Und dann gehen die Anlagen in die Knie. Wie viele Trommelfilter haben Sie eingebaut in den letzten 15 Jahren? Eigentlich jetzt bis auf 3, 4, sag ich mal, aus Kostengründen etwas reduzierter gebaute Filteranlagen, habe ich eigentlich in den letzten Jahren bei den letzten 20 Keuteichen 17 Mal einen Trommelfilter verwendet. Wahnsinn. Und ich, solange man mir auch kein besseres Produkt, ich habe auch, glaube ich, dieses Schweizer Produkt, das nicht mehr gibt es ja, glaube ich, wieder mit einem neuen Eigentümer, Smartpond. So ein Bandfilter habe ich auch mal eingebaut, der funktioniert auch gut, kann ich nichts dagegen sagen, ist alles gut. Aber diese Technik beherrschen wir, da wissen wir, wie wir es einbauen, wir wissen jetzt die Höhen, wir haben viele Arbeitsabläufe auch beim Bauen jetzt blind drauf und das ist auch wichtig. Wir müssen also auch schauen, so. Und wenn mir irgendwann irgendjemand was Besseres bietet und ich beobachte es und sehe, das funktioniert auch dauerhaft und es setzt sich am Markt auch durch, dann ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, wo ich neu nachdenke, aber im Moment sehe ich das jedenfalls nicht. Einer unserer Sponsoren von Modern Coil ist Oase. Sie setzen seit vielen Jahren ausschließlich auf Oase-Pumpen, was man natürlich in Hörstel gerne hört. Sie haben gute Erfahrungen gemacht? Ich glaube, die letzte Oase-Pumpe habe ich mal vor... Jetzt spült gerade mal der Trommelfilter. Das ist übrigens sehr leise. Seit wir da sind, das erste Mal. Ja. Aber was ich sagen wollte, ich habe bei den Oase-Pumpen, die letzten Oase-Pumpe habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren mal austauschen lassen. Eine, die gestreikt hat und die in die Knie gegangen ist. Bei anderen Pumpen anderer Hersteller sah das dann deutlich anders aus. Waren Sie auch mal oder sind Sie auch mal der Versuchung verfallen und haben auf die Billigpumpen aus China gesetzt? Ja, ich habe auch mal Rohrpumpen eingebaut. Ich will den Hersteller gar nicht nennen, aber da habe ich ja auch, glaube ich, jeden Monat irgendeine Ersatzpumpe bestellt. Und ich habe es dann einfach sein lassen irgendwann. Es ist das Herzstück der Anlage, das dürfen wir nicht vergessen. Diese Eco-Titanium-Serie, ich habe da unten dieses Display, ich kann das so litergenau runter reduzieren und einstellen für den Winterbetrieb. Es ist einfach genial, kann ich nicht anders sagen. So. Und wirklich sehr betriebssicher. So, jetzt schauen wir uns den Filterkreislauf mal an. In der Theorie wissen wir jetzt alles. Und da vorne kommt es rein, Ihre vier Skimmer, ein Bodenablauf. Den Vorfilter haben wir nicht aufgemacht. Wo ist der dann? Der ist hier auf der Seite. Okay. Müsste ich gleich nochmal, ich hole mal meinen Schlüssel, machen wir gleich nochmal auf. Okay, ich schaue mal hier so lange. Ein gefliester Filterkammerboden, sehr schick. Dann hier der Pontec Trommelfilter mit einer Zusatzheizung, falls im Winter es mal richtig kalt wird. Die kann ich nur empfehlen, die funktionieren immer. Die sind noch nie ausgefallen. Also und die ist im Prinzip dafür da, dass der Trommelfilter nicht eingefriert. Ist nur ein ganz kleines bisschen Begleitheizung. Ich glaube, die haben 30 Watt oder 40 Watt. Aber für den Trommelfilter. Für die Technik. Ich will einfach nur sicher gehen, dass da unten nichts passiert. Ich sage Ihnen, ich habe es bis heute nicht gesehen. Ich sehe aber viele Trommelfilter. Und ich glaube, bei Amazon wird morgen einer der Top-Begriffe, die eingegeben werden, Begleitheizung, Trommelfilter. Aber es ist eine ganz normale Heizmatte, oder so? Das ist eine ganz normale Heizmatte, wie sie viele Leute unterm Schreibtisch liegen haben, wenn sie kalte Füße haben. Okay. So. Hier ist die Biologie. Das also Sie stehen schon auf der Kammer. Da, also hier ist auch die Kammer ist drunter. Komplett in dieser Größe, ich glaube 2 Meter mal 2 Meter locker und 1,30 Meter tief. Also
Richtig groß. Ja. Sie haben bewegtes Material noch, weil noch nicht alles Material drin ist. Sie werden es auch stehen nur, machen. Man kann immer nur ein bisschen wieder dazu tun, damit es auch wirklich einläuft. Drin sind noch 11 Sack und wenn die 11 Sack drin sind, dann wird sich nichts mehr bewegen. Ruhe. So, ja. Dann kommen wir hier in die Pumpenkammer. Und hier unten sehen wir, das ist die Wasserfallpumpe. Welche Oase ist das, die da unten liegt? Die Titanium ist hier im Eck. Ich weiß nicht, ob es ist. Ja, die Wasserfallpumpe werde ich nochmal austauschen. Das ist, glaube ich, eine Fontaine-Set 12.000. Die ist eigentlich zu stark. Ja. Man sieht es auch links an dem Kugelhahn, der da, das ist der relativ stark geschlossen ist. Und sicherlich drückt die Pumpe zu stark gegen den. Wie stark wäre das, wenn Sie die jetzt ganz aufmachen? Also 8.000er reicht locker und die dann noch ein bisschen reduziert. Weil ich also damit betreiben Sie den Stein da vorne? Genau. Machen Sie das über Nacht aus wegen der Auskühlung? Momentan noch nicht. Ich werde es dann irgendwann jetzt ausschalten müssen, den Sommer über. Und das empfehle ich immer all meinen Kunden, bitte, bitte durchlaufen lassen. Wenn so ein Wasserspiel, dann durchlaufen lassen. Weil gerade nachts, wenn sich der Stickstoffstoffwechsel im Wasser umkehrt, dann wird zusätzlicher Sauerstoff gebraucht. Viele stellen nachts, wenn sie schlafen wollen, das Ding aus. Und ich kann nur empfehlen, durchlaufen lassen. Und was auch immer wichtig ist, und ich habe es an Ihren Teichen immer gesehen, die Bachlauf- und Wasserfallpumpen immer mit gereinigtem, mechanisch vorgereinigtem, biologisch gereinigtem Wasser betreiben. Wenn Sie manche lassen direkt ansaugen, es gibt natürlich Pumpen, die können das, die haben eine hohe Schmutzverträglichkeit, aber sie zerhackstücken eigentlich nur den ganzen Schmutz, den Kot. Ja. Und das wird Ihre Phosphatwerte im Wasser nach oben treiben und alle natürlich auch für Pumpen eine Trübung. Sind im in der Sauberwasserkammer. Ja. Und ich habe jetzt hier auch ganz bewusst, das mache ich auch nie, nichts sauber gemacht, nichts verändert, nicht die Oberfläche vom Wasser sauber gemacht. Es muss eigentlich so jederzeit funktionieren, dass man mal auch irgendwo ein bisschen Dreck hinbekommt, einfach über das Holzdeck von oben. Da bin ich im Übrigen noch nicht ganz fertig. Hier kommen natürlich von unten noch PE-Platten, das haben wir gemacht. Sie sehen auch diese Abstandsbänder, die wir einbauen bei den Klappen für den Filter. Muss ich mal die Schräubchen seit einiger Zeit. Darf ich Sie kurz unterbrechen? Hier hat das Schräubchen reingedreht, dass diese Kassetten, die da eingelegt werden, dass die hier auch auf Abstand gehalten werden. Genau. Sie sagen jetzt vielleicht, Kamera, was ist denn da Besonderes dran? Ja, wenn es nicht besonders wäre, dann hätte ich es schon oft gesehen und ich habe es noch nie gesehen. Ja, ich möchte nicht, dass meine Deckel irgendwo im Wasser liegen. Und das würden Sie ganz sicher tun, wenn man nicht so ein kleines Abstandshalterchen hätte. Außerdem klappert es nicht, es liegt dadurch weicher und Nach 20 Jahren Teichbau, was war filtertechnisch Ihr größter Fehler, Ihre größte Dummheit, wenn ich fragen darf, was Sie so gemacht haben, wo Sie vielleicht auf was gesetzt haben, wo Sie heute nicht mehr drauf setzen würden? Ich glaube, ich habe einmal irgendwann so einen Siebfilter eingebaut. So, und der hat nachher meine Kunden sehr, sehr gestresst, weil die Freaks werden jetzt sagen, ist doch gar nichts gegen einzuwenden. Weil die Freaks gucken jeden Tag nach ihrem Filter. Ich habe viele Kunden, die gucken 2 Monate nicht nach ihrem Filter. Oder auch mal ein ganzes Jahr nicht. Oder auch mal ein ganzes halbes Jahr nicht. Und bei denen passieren dann trocken gelaufene Pumpen, alles Mögliche. Und das sind halt Dinge, die kann ich jedenfalls als Profi nicht machen. Ich kann, wenn ich jemandem helfe, der seinen Teich selber baut, mache ich auch gerne bei der Planung oder und so weiter, dann kann der das machen, gerne. So. Aber nicht, wenn ich es für jemanden baue und nachher auch betreuen muss und den Kopf dafür hinhalten muss. Sie brauchen belastbare Anlagen, so wo Fehler verzeihend sind, wenig Manpower braucht. Ich möchte so wenig wie möglich Anrufe von meinen Kunden haben. Das ist einfach so. Und wenn, dann nur positiv. Dann nur positiv. Herr Kirchner, der Garten ist noch mal schöner geworden dieses Jahr. Ja. Nee, also ich muss sagen, das, was Herr Kirchner sagt, kann ich alles nur so unterstreichen. Und wie gesagt, ich kenne viele Anlagen von ihm. Und er setzt seit vielen Jahren auf eine funktionierende, erprobte Technik und lässt sich da wirklich nicht, wie er vorher selber gesagt hat, auf viel neuen, in Anführungszeichen, Scheiß ein, sondern es muss wirklich bewährt sein. Und dann also ich bin durchaus innovativ, aber dann muss ich von der Neuentwicklung auch überzeugt sein und ich muss irgendwo mitbekommen haben, dass es auch wirklich funktioniert. Sonst mache ich es nicht. So. Herr Kirchner, vielen Dank. Gerne. Sicherlich für viele ein interessanter Blog, auch gerade für die ganze Trommelfilter-Fraktion, dass derjenige, wo die schönsten Gärten baut, wo vielleicht die atemberaubendsten Teiche baut, im Kundenauftrag oder hier auch für sich, dass er seit vielen Jahren auf die Trommelfiltertechnik setzt, dass er darauf schwört und
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ihnen nochmal vielen Dank, Herr Kirchner. Gerne. Und ich freue mich wirklich schon auf den nächsten Besuch im nächsten Jahr. Machen Sie es gut und bis dann. Ciao.